Diese drei Herren dürfen sich freuen, denn sie sind die Gewinner des diesjährigen Nobelpreises für Medizin oder Physiologie. Die Zeit bestimmt unseren Tag, sei es, wann wir aufstehen oder indem sie den letzten Zeigerschlag zu unserem wohlverdienten Feierabend einleitet. Der Mensch und auch andere Lebewesen besitzen eine innere Uhr, auch zirkadianer Rhythmus genannt. Je nach Feineinstellung der Uhr kann man so frühaufstehenden Lerchen von nachtaktiven Eulen unterscheiden. Die drei Herren vom Anfang konnten die molekularbiologischen und biochemischen Prozesse hinter der inneren Uhr mit Hilfe der Biologen so vertrauten Fruchtfliege erforschen. Fruitfly, huh? So, what's it like having such a short life cycle? It's great, mister. When I grow up, I'm gonna wish I had done more with my life, Sonny. Es ist nachts. Im Zellkern sind die zwei Gene Period und Timeless. An den Promotern sind die Transkriptionsfaktoren Cycle und Clock gebunden. Die zwei Gene sind somit aktiv. Nun schicken sie ihre mRNA vom Zellkerninneren ins Zytoplasma, wo die Ribosomen schon warten, um die Info in jeweiligen Proteine Period und Timeless übersetzen zu können. Die Kinase Double Time zerstört aber nun alle allein vorkommenden Period-Proteine. Nur wenn diese sich mit dem Timeless-Protein zu einem Heterotimer zusammenschließen, sind sie unzerstörbar. Nach und nach sammeln sich die Heterotimere an und können nach Erreichen einer bestimmten Konzentration wieder in den Zellkern. Dort angekommen, binden sie an die Transkriptionsfaktoren und schalten dadurch die jeweiligen Gene wieder aus. Das Ganze nennt man auch negativen Feedback-Loop. Der Tag bricht an. Der Lichtsammler Kryptochrom erwacht aus seinem Tiefschlaf. In seiner aktiven Form zerstört er die Timeless-Proteine. Da nun das Period-Protein wieder alleine ist, schlägt Double Time wieder zu. Nun sind die Unterdrücker der zwei Gene außer Gefecht und die Gene werden wieder aktiv. Ein neuer Zyklus entsteht. Genau dieser Prozess steuert unseren Schlaf-Wach-Zyklus. Säugetiere benutzen einen zentralen Regulator im Gehirn, den suprachiasmatischen Nukleus. Die Lichtsinneszellen der Netzhaut leiten die Lichtimpulse an den Regulator und über Neuronen und Hormonen werden so nun die anderen angeschlossenen Nebenuhren in unseren Körper eingeschaltet.